Wählen Sie im Kampf die verborgene Klinge um ein. Ihr habt euch bewährt, alter Ihr. Und ich bin voller Zuversicht, dass dies nur der erste von vielen Erfolgen war. Tamir schien euch gut zu kennen. Er deutete an, dass mein Auftrag von Bedeutung sei. Bedeutung erwächst nicht aus einer einzelnen Tat, sondern aus dem Zusammenhang, in dem sie steht. Aus den Folgen, die sie nach sich zieht. Sollte ich noch mehr erfahren? Alter Ihr, euer größter Fehler war der, zu viel zu wissen. Wenn ich Wissen zurückhalte, dann nur, damit ihr einen solchen Fehler nicht ein zweites Mal begeht. Verstehe. Ihr versteht nicht. Und so wird es bleiben, bis ihr eure Lektion gelernt habt. Trotzdem habt ihr euch gut geschlagen. Und dafür werde ich euch befördern und einen Teil eurer Ausrüstung zurückgeben. Nun geht. Entweder nach Akkon oder Jerusalem. In beiden Städten sind Männer, die eurer Aufmerksamkeit bedürfen. Unsere Verbindungsleute können euch mehr darüber berichten. Alter Ihr, mich dünkt, meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. Ihr seid Geschäft. Ich verstehe. Bereue deine Sünden. Ihr seid beschäftigt. Ich verstehe. Wovor flieht er nur? Der flieht doch vor etwas. Was denkt dieser Mann sich nur? Warum macht er das? Wie seltsam. So ein Narr. Warum? Wenn Ihnen die Messer ausgehen, füllen Sie Ihren Vorrat.
Was mag ihn verändern? Ich hol mir deinen Kopf! Die Rache Gottes!
Bei einem Faustkampf schreiten die Wachen nicht ein. Das sah schmerzhaft aus. Er sollte sich... Bitte tut das nicht noch einmal. Hier draußen zu sein, Alter. Hilfe! Ich brauche Hilfe! Bitte! Es gibt keinen Anlass, hier draußen zu sein, Alter. Bitte tut mir nicht! Vorsicht jetzt! Du entkommst nicht! Danke, mein Junge. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Ich werde ihnen diese Geschichte erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Das sind wahrlich dunkle Tage. Es sind schwierige Zeiten, in denen wir leben.
Nahrung ist rar, das Geld knapp. Aber so muss es nicht sein. Es gibt Möglichkeiten für jene, die den Mut haben, sie zu ergreifen. Ihr müsst nicht länger warten. Jeder Mann, der willens ist zu arbeiten, kann Arbeit finden. Kommt, sprecht mit mir. Lasst euch berichten, was Talal zu bieten hat. Ein feines Leben steht euch bevor. Meine Familie ist groß und liegt im Sterben. Wer kann sagen, was die Zukunft bringen wird? Welche Tragödien? Schützt euch vor einer ungewissen Zukunft. Schützt eure Liebsten. Arbeitet hart und ihr werdet belohnt werden. Talal gibt euch sein Wort. Eine Spende. Ich bin arm und krank und hungrig. Meine Familie ist groß und liegt im Sterben. Bitte gib eine milde Gabe. Bitte nur ein paar Goldstücke. Nein, geht nicht. Nur ein paar Münzen für meine Kinder. Bitte. Bitte, Herr, habt ihr Geld für mich? Ich brauche Nahrung. Ich habe solchen Hunger. Ein bisschen Geld, bitte. Talal versteht euren Schmerz. Ich flehe euch an. Ich bitte euch. Dafür verlangt er nur ein ehrliches Dankeschön. Ein kleines Opfer für eine große Belohnung. Ein bisschen Geld, bitte. Wer kann sagen, was die Zukunft bringen wird? Welche Tragödien? Schützt euch vor einer ungewissen Zukunft. Schützt eure Liebsten. Arbeitet hart und ihr werdet belohnt werden. Talal gibt euch sein Wort. Wer kann sagen, was die Zukunft bringen wird? Welche Tragödien? Schützt euch vor einer ungewissen Zukunft. Schützt eure Liebsten. Arbeitet hart und ihr werdet belohnt werden. Talal gibt euch sein Wort. Ich habe euch nichts zu sagen. Sprecht mit mir oder sprecht mit Gott. Es ist eure Wahl.
Ihr werdet ein Werk nicht zunichte machen. Das könnt ihr nicht. Zunichte machen? Welches Werk? Er bereitet sie für die Reise vor. Reise wohin? Sie sind in seinem Lagerhaus. Und wenn die Zeit reif ist, werden sie nach Akkon verschickt. Wo ist dieses Lager? Und warum Akkon? Talal sagt mir nur, was ich wissen muss. Mehr nicht. So ist es sicherer. Für ihn vielleicht, aber nicht für euch. Falsche Lehren verbreitet. Blasphemie. Bitte tut mir nicht! Wir haben falsche Lehren verbreitet. Blasphemie. Hilfe! Ich brauche Hilfe! Bitte! Ihr könnt nicht entkommen, Alter. Hört auf! Bitte! Ihr tut mir weh! Ihr folgt einem falschen Gott. Ich habe doch nichts Falsches getan! Warum tut ihr das? Macht Platz! Wir sind die wahren Söhne des Herrn! Braucht ihr etwas? Wir sind die wahren Söhne des Herrn! Geht bitte weg! Tut mir nicht! Euch hol ich mir! Danke, mein Junge. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Ich werde ihnen diese Geschichte erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Wer könnte das getan haben? Zeigt euch! Er rennt noch jemand um. Er scheint in Eile zu sein. Er wird sich verletzen. Und der Rest hat... Habt ihr sowas schon mal gesehen? Ich nicht. Was denkt dieser Mann sich nur? Was in meinem Wald zu stellen? Hätte. Das wird euch das Leben kosten! Lass mich gehen! Ich habe nichts verbrochen! Ja. Hier wirst du sterben! Der Herr sei gepriesen! Ihr habt mich gerettet! Die Stadt wird von eurer Tat erfahren! Immer besser und besser.
Kampf für unsere glorreiche Kultur aufzustehen. Hab keine Zweifel. Wir kämpfen um unsere schiere Existenz. Ihr wagt es in meinem Beisein zu stellen? Der englische König möchte uns verbandlichen Erde kriegen. Wir müssen widerstehen. Wir müssen zurückschlagen. Standhalten! Wir müssen die Feinde auf jede erdenkliche Art bekämpfen. Seid auf der Hut! Dreckiger Dieb, ich werde... Mach Platz! Warum tut ihr das? Was habe ich getan? Was ist das, gab man in Jessase Glück? Habt ihr etwas? Hilfe! Bitte helft! Du entkommst mir nicht! Gut, dass ihr gerade vorbeikommt. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Was ist hier geschehen? Was bringt einen Handel gegen den Willen Gottes? Seid gegrüßt! Und dafür müssen die sich kämpfen. Egal wie. Wo immer sie reiten, ist euch etwas ins Auge. Der Schneide des Friede sei mit euch, Malik. Eure Anwesenheit stört meinen Frieden. Was wollt ihr? Al-Mualem bat mich... Bat euch, eine niedere Arbeit auszuführen, um euch reinzuwaschen. Worum geht es also? Sagt mir, was ihr über einen Mann namens Talal wisst. Es ist eure Aufgabe, den Mann zu finden und zu töten, Altair. Nicht meine. Ihr solltet mich unterstützen. Sein Tod dient dem ganzen Land. Leugnet ihr, dass sein Tod auch euch dienen würde? Das sollte nicht eure Sorge sein. Aber eure Aktionen bereiten mir Sorge. Dann helft mir nicht. Ich finde ihn auch allein. Wartet, wartet. Es hilft nicht, wenn ihr wie ein Blinder durch die Stadt stolpert. Besser, ihr wisst, wo ihr mit der Suche beginnen sollt. Ich höre. Mir fallen drei Orte ein. Südlich von hier auf den Märkten, entlang der Grenze zwischen den muslimischen und den jüdischen Vierteln. Im Norden, bei der Moschee in diesem Viertel. Und im Osten, vor der St. Anna-Kirche, in der Nähe des Bab Arihah-Tores. Ist das alles? Es reicht, um zu beginnen. Und es ist mehr, als ihr verdient habt. Zu sein. Helft mir! So hilft mir doch jemand! Ich verstehe nicht, was er damit erreichen will. Stirb, Dieb! Warum tut ihr das? Was macht ihr denn? Das wird nicht so.
werdet ihr nicht entkommen. Ich habe Besseres zu tun. Wir können tun, was uns gefällt. Komm zum Wagenlauf! Ihr habt nichts hier zu suchen! Geht! Du bist ein Nichts. Dein Gott hat dich Bitte verlassen. Tut mir nicht. Ihr seid hier nicht erwünscht. Geht! Glaubst du, es kümmert deinen Hilfe! Gott, was mit dir geschieht? Ich brauche Hilfe! Bitte! Ihr seid hier nicht erwünscht. Geht! Ketzer! Hört auf! Bitte! Ihr tut mir weh! Ich habe doch nichts Falsches getan! Wir haben es hier zu suchen. Geht! Versucht es! Gottloser Heide! Ende dein Leben! Ihm nach! Schneller! Ja. Ja. Du wirst nie entkommen! Du wirst nie entkommen! Verliere sie nicht! Geschwind! Geschwind! Hier, überall! Hier, hier! Du gehörst mir! Ja. 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 Wie konnten wir ihn nur verlieren? Da ist er! Haltet ihn! Das heißt nicht. Ich weiß, dass du dich versteckst vor mir! Da ist er! Haltet ihn! Hier drüben! Ja. Gesehen hätte. Was tut dieser Mann nur? Edler Herr, ihr seht aus, als würdet ihr etwas tun. Wann wird er mit dem Unsinn aufhören? Hier findet ihr es nicht. Meine Güte. Da, hier findet ihr alles, was ihr begehrt. Es gibt nichts, was ich nicht habe. So ein komischer Kauz. Komm, seht es. War das der Letzte? Ich hoffe es. Doch riskiere ich besser nichts und eile heim. Ihr könnt darauf wetten, dass ich es vorerst nicht verlassen werde. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Seid versichert, das vergesse ich nicht. Hier doch, genau hier. Kommt und seht, was ich euch zu bieten habe. Hier ist wohl ganz genau was. Ein angenehmer Kunde. Was denkt dieser Mann sich nur? Ich danke euch. Ich danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen. Das schwöre ich. Ich habe eine große Auswahl. Eine sehr große Auswahl. Jemand wird ihn aufhalten, bevor er sich verletzt. Ich hab direkt in jemanden reingerannt. Ist der blind? Meine Güte. Er scheint in Eile zu sein.
Ihr habt mich erschreckt. Eine kleine Spende. Ich bin arm und krank und hungrig. Nein, ihr versteht es nicht. Ich habe nichts. Bitte. Mach Platz. Jawohl. Und hol mir deinen Kopf. Gut, dass ihr gerade vorbeikommt. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Ui, wie konnte das nur passieren? Wenn ihr es leid, an den Ständen der anderen Kaufleute nichts zu finden, dann kommt zu mir. Seid gegrüßt, mein Freund. Wenn ich euch helfen kann, egal wie, zögert nicht. Friede sei mit euch, Alter hier. Wir leben in schlimmen Zeiten, nicht wahr? Ich habe jedenfalls viele Probleme. Ich hatte den Auftrag, einige merkwürdige Vorkommnisse im Nobelviertel zu untersuchen. Und Talas Männer haben ein Gesicht gesehen. Mein Status ist unsicher. Würdet ihr sie für mich eliminieren? Im Tausch für die Informationen, die ihr sucht? Was mag ihn zu solchen Verhalten treiben? Ich brauche Nahrung. Ja, kommt nur. Ich zeige euch mein ganzes Tank. So ein komischer Kauz. Ihr seid ein weiser Mann. Deshalb kauft ihr auch bei mir. Zeigt euch! Was ist der arme Seele widerfahren? Das ist ein böses Omen. Was ist das? Eine milde Gabe. Bitte, nur ein paar Goldstücke. Meine Familie ist groß und liegt im Sterben. Bitte, geht. Nein, geht nicht. Nur ein paar Münzen für meine Kinder. Bitte. Ich flehe euch an. Ich bitte euch. Nur eine Kleinigkeit. Bitte. Alter, ihr konntet die mich kannten, loswerden. Exzellent. Hier ist alles, was ich über Talal weiß. Er ist ein mächtiger Sklaventreiber, der ein Gebiet nördlich der Stadt besetzt, nahe der Barbakane.
Er zahlt den Stadtwachen Tribut, damit er in den Schatten operieren kann. Aber nach dem, was ihr mir heute gezeigt habt, bin ich sicher, dass er dasselbe Schicksal erleiden wird wie die anderen. Ich danke euch, Altair. Er sollte aufhören, sich wie ein Kind zu benehmen. Interessiert ihr euch für meine Ware? Er wird sich verletzen. Und wenn das passiert, werde ich ihm... Tretet jetzt zurück! Kommt nicht näher! Er wird sich noch verletzen. Warum? Es ist euch nicht erlaubt, hier zu sein. Hier im Süden zieht der englische König mit seinem Heer von Ungläubigen und hinterlässt eine Spur des Schreckens. Dala al-Din reitet ihm entgegen, um diese barbarischen Taten zu rächen. Betet, dass Gott, gepriesen sei sein Name, mit uns sein werde. Was denkt dieser Mann sich nur? Auf dass er uns den Sieg schenkt. Seid auf der Hut! Er beobachtet, er lauert, er versucht uns ständig. Seid stark! So stark wie Salah al-Din und wappnet euch gegen eure Feinde. Ein jeder so wie er kann. Ist er verrückt geworden? Verflucht ihn! Verflucht den Engel für sich und sein Heer von Ungläubigen! Sie handeln gegen den Willen Gottes. Und dafür. Malik, wollt ihr noch mehr Zeit vergeuden? Ich habe Talal gefunden. Ich bin bereit für meine Mission. Diese Entscheidung liegt bei mir. Nun gut, Folgendes habe ich erfahren. Er handelt mit Menschenleben, entführt Bürger Jerusalems und verkauft sie in die Sklaverei. Ein Lager in der Barbakane nördlich von hier dient ihm als Basis. Just in diesem Moment bereitet er eine Karawane vor. Ich schlage zu, wenn er sein Lager inspiziert. Wenn ich seinen Männern ausweichen kann, sollte Talal selbst kein großes Hindernis darstellen. Kein großes Hindernis? Hört euch an! Wie arrogant! Sind wir fertig? Seid ihr zufrieden mit meinem Wissen? Nein. Aber es muss reichen. Ruht, bereitet euch vor, weint still in der Ecke. Tut, was ihr immer tut, bevor ihr ans Werk geht. Aber tut es leise. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten.
ist eine Ehre. Sache, zu Hilfe! Wenn sie von Wachen entdeckt wurden, unterbrechen sie die... Taten zu rächen. Betet das Gott. Gepriesen sei sein Name. Warum würde ich jemand zu ihr seid ja nicht erwünscht. Geht. Er uns den Sieg schenkt. Ich habe aber noch viel, viel Tretet mehr. Jetzt zurück. Eine sehr große Auswahl. Gepriesen sei danach, Aldin. Warum tut er das wohl? Er hat die Kraft gefunden, im Kampf unsere glorreiche ich hätte Kultur aufzustehen. Habt keine Zweifel. Wir kämpfen um unsere schiere Existenz. Der englische König möchte uns vom Anblick der Erde. Warum tut er das? Nein, ihr versteht es nicht. Ich habe nichts. Meine Familie er ist so ein Arsch. Er sollte aufhören, wie ein Kind zu benennen. Bitte geh. Warum tut er das wohl? Was tut er denn? Wie seltsam. هل تريد قول شيء ما؟ أبصر Was wollt ihr? Bitte tut das nicht noch einmal. هل تريد قول شيء ما؟ Ihr seid hier nicht erwünscht. Geht.
schafft es, in meinem Beisein zu stehlen. Das wird euch das Leben kosten. Helft mir! Hilf mir doch jemand! Stirb! Ich habe nichts verbrochen! Verflucht ihn! Verflucht den englischen König und sein Heer von Ungläubigen! Dreckiger Dieb! Ich werde dir die Hände abschlagen! Und dafür würden sie zahlen! Wo immer sie reisen! Helft mir! So hilf mir doch jemand! Des Leib. Was wollt ihr? Ein Kreuzzug! Jetzt endet dein Leben. Gut, dass ihr gerade vorbeikommt. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Ich schulde euch meine Ruhe. Was ist das? Ich bin froh, dass ich euch endlich treffe, mein Freund. Ein guter Mann seid ihr, der ihr uns geholfen habt. Ich bin hier, um es gut zu machen. Diese Stadt gehört uns, hat uns immer gehört. Und es ist unsere Pflicht, sie bis zum Tode zu verteidigen. Die Kreuzfahrer müssen besiegt werden. Was nun, Sklaventreiber? Nennt mich nicht so. Ich versuche nur zu helfen, so wie mir geholfen wurde. Ihr tut ihnen keinen Gefallen, damit sie so einzupferchen. Einpferchen? Ich biete ihnen Schutz und bereite sie auf die Reise vor, die vor uns liegt. Welche Reise? In ein Leben der Knechtschaft? Ihr wisst gar nicht. Es war dumm, euch hierher zu bringen. Zu denken, dass ihr sehen und verstehen würdet. Ich verstehe sehr gut. Zeigt euch! Hilfe! Helft mir! Ah, ihr wollt den Mann sehen, der euch hergerufen hat? Ihr habt mich nicht gerufen. Ich kam von allein. Ja? Wer hat die Tür geöffnet? Den Weg freigemacht? Musstet ihr nur einmal eure Klinge gegen einen meiner Männer erheben? Nein. All das tat ich für euch. Dann tretet ins Licht. Und ich werde euch einen letzten Wunsch erfüllen. Nun stehe ich vor euch. Was ist euer Begehr? Kommt herunter. Lasst uns das ehrenvoll beenden. Warum muss es immer in Gewalt enden? Ich glaube, ich kann euch nicht helfen. Denn ihr wollt euch selbst nicht helfen. Und ich kann nicht zulassen, dass mein Werk gefährdet wird. Ihr lasst mir keine Wahl. Ihr müsst sterben. Ich hol ich dir! Gebert, dafür! Halt dich an von mir! Schreib mit Ziel, Onur! Gebert, dafür! Lass dich in Frieden! Du wirst mir nicht entkommen! Tötet ihn! Nimm den Windkrank! Was ist?
Halt! Wachen! Ihr dürft hier nicht passieren! Zu den Waffen! Super Kamuto! Ihr könnt nicht mehr fliehen. Teilt euer Geheimnis mit mir. Mein Part ist beendet. Die Bruderschaft ist nicht so schwach, als dass mein Tod sie aufhalten würde. Welche Bruderschaft? Al-Mualim ist nicht der Einzige, der Pläne für das Heilige Land hat. Und mehr werdet ihr von mir nicht erfahren. Dann sind wir fertig. Bittet euren Gott um Gnade. Wenn es je einen gab, hat er uns lange verlassen. Uns und die Männer und Frauen, die ich bei mir aufgenommen habe. Wie meint ihr das? Bettler, Huren, Süchtige. Klingt das nach tüchtigen Sklaven für euch? Unfähig selbst für die niedersten Arbeiten. Nein, ich verkaufe sie nicht, ich rette sie. Aber ihr würdet uns alle töten. Und das nur, weil man es euch befahl. Nein, ihr profitiert vom Krieg, von zerstörten und gebrochenen Leben. Ja, so denkt ihr, in eurer Unwissenheit. Euren Geist abschirmen, hm? Man sagt, das könnt ihr am besten. Erkennt ihr nicht die Ironie darin? Nein, wohl noch nicht. Aber bald. Altair, wie wunderbar, dass ihr zurückgekehrt seid. Und wie verlief eure Mission? Die Tat ist vollbracht. Talal ist tot. Oh, ich weiß. Für wahr. Die ganze Stadt weiß es. Habt ihr die Bedeutung von Dezent vergessen?
Ein Assassine stellt sicher, dass viele von seiner Tat erfahren. Nein, ein fähiger Assassine behält jederzeit die Kontrolle. Wir können über Details streiten, Malik, aber Tatsache ist, dass ich die von Al-Mualim übertragene Aufgabe erfüllt habe. Dann geht. Kehrt zu dem Alten zurück. Lasst uns sehen, auf wessen Seite er steht. Ihr und ich stehen auf derselben Seite, Malik. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Wurden sie entdeckt, stoßen sie die Leute aus dem Weg? Mich dünkt, ihr hattet Erfolg? Der Sklavenhändler ist tot. Ja, die Vöglein haben es mir bereits geflüstert. Der Krieg ist ein schmutziges Geschäft. Es mangelt an Arbeitern und Soldaten. Diesen Mann zu töten hat zahllose Leben gerettet. Ihr habt den Sarazenen und Kreuzfahrern ohne Frage zusätzliche Truppen versagt. Es sind finstere Zeiten. Wenn Leben in Gold aufgewogen werden. Erst recht, wenn es so geringe Mengen sind. Er sah es anders, behauptete, es wären keine Sklaven, dass er ihnen helfen würde. Wisst ihr, woran man erkennt, ob ein Mann dem Wahn verfallen ist? Sie sprechen mit sich selbst, verletzen sich. Nein. Es sind jene, die sprechen und handeln, als wäre alles in Ordnung. Ich verstehe nicht. Nur wenige gestehen das Böse ein. Es ist stets zweckgebunden. Stets erklärbar. Also hat er gelogen? Ich war nicht dort, hörte seine Worte nicht. Aber ja, so ihr die Wahrheit sagt, wollte er wohl nur seine schändlichen Taten entschuldigen. Aber ich sah sie, die Männer und Frauen, die Sklaven sein sollten. Eine absonderliche Auswahl. Alt, krank, toll. Schwach, ja. Wie kann man einen besseren Soldaten erschaffen, als ihn aus einem gebrochenen Mann neu aufzubauen? Gebt ihm, was ihm gefehlt hat. Und versprecht ihm noch mehr. Das scheint mir sehr aufwendig. Das ist es. Aber im Gegenzug erhält man Treue. Mit dem Wissen um ihre Vergangenheit würden diese Männer ihren Retter niemals verraten. Eine interessante Theorie. Seht ihr, es gibt noch viel, was ich euch lehren kann. Alle betrügen. Alle anderen. Sich selbst. Lernt diesen Schleier zu durchschauen und erkennt, dass nichts wahr ist. Geht. Es ist Zeit, eure Aufgabe fortzusetzen. Ihr habt einen weiteren Rang zurückgewonnen und ein Ausrüstungsstück. Wir sprechen uns wieder, wenn der nächste gefallen ist.